Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Special zu Half-Life 2. Wir spielen jetzt das Level Lost Coast, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar ist das ein Level, das es nicht in die finale Version von Half-Life 2 geschafft hat. Aber ich dachte, als Special taugt es allemal, denn es ist klasse. Es ist eigentlich die Idee dahinter, dass man mit Hilfe dieser Sprechblasen sich anhören kann, was sich die Entwickler dann dabei gedacht haben. Das ist, kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen für Grafikdesign und Spieledesign interessiert, dass er sich das mal anguckt. Das ist schade, dass ich da nicht vorbeikomme. Eigentlich sollte das nämlich schon der Fall sein. Und jedenfalls, ich werde euch einfach mal das Level vorstellen. Ich wusste doch, dass es geht. So. Ah, Munition, sehr gut. Eine weitere Sache, was hier wichtig ist, das ist ein Spiel, das die Grafik-Engine auch vorstellen soll. So, auch hier können wir mit Hilfe des Gravitrons mit Gegenständen interagieren und sie ein bisschen durcheinander wirbeln. Zack. Und zack. Und zack. So. Was sagt denn der nette Herr da zu uns? Weg da. Hey! Du da! Wart mal, bist du nicht? Du bist's! Du bist dieser Forschertyp. Friedman, Fishman. Habe ich recht? Ja. Du bist bestimmt hier, um's mit den Combine aufzunehmen. Ich heiße Freeman. Weiß zwar nicht, was einer alleine erreichen kann, aber sonst besucht man St. Olga nicht in solchen Zeiten. Ich bring dich dahin, wo die Basis ist. Oder so weit, wie ich kann wenigstens. Mach das. So. Läuft recht langsam im Vergleich zu uns, aber er ist auch schon älter. Gravitron. Bisschen auftanken. Das Fass herholen. Und auch ein bisschen Strom getankt. Lass mich nur das Tor für dich aufschließen. Mach das. Ich hab den Schlüssel. So. Hier. Na also. Hey, Spieß. Weg. Zerstör die Waffe und trödel nicht. Ja, ich beeil mich. Mit dem kann man bestimmt auch Spaß haben, mit dem Ding. Tschüss. Und hier kriegt man nacheinander sofort die Waffen. Sehr klasse. Ich will aber erstmal schauen, was in den Kisten da hinten ist. Wow. Genau. So, Gravitron. So. Was haben wir denn hier oben? Ich will ja immer mal gucken. Da hat mir jemand die Treppe unterm Arsch weggeschossen. Und das soll er nicht umsonst gemacht haben. Hier benutzen wir mal unsere Präzisionswaffe. Verdammt. So präzise ist die gar nicht. Geh mal weiter. Die Waffen kennen wir alle aus Half-Life und ich kann immer noch nicht schießen. So, speichern. Da sollten wir nicht runterfallen. Da. Hui, es wird hier ziemlich eng. Alle Gegner eliminieren. Haha.
Sichtkontakt. Sichtkontakt ist schlecht für mich. Ah, das Geballer da immer so. Speichern. Maschinengewehr. Schrotflinte. Schrotflinte schön. Schrotflinte macht Wumms. Raketen voll. Wer sagt denn hier Sichtkontakt? Ich sehe, also ich sehe keinen. Hallo? Das ist doch ein Flieger, oder ist es ein Flieger? We wanted to transition from a. So, Graviton. Moving parts can crush and cut, sagt da jemand. Keep hands and objects clear while operating. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas finden, mit dem wir die Sachen manipulieren können. Graviton? Nüscht. Da hinten gibt's eine Lade. Schrotflinte. Speichern, so. Und jetzt ist mein Ziel, dass ich hier was verklemme, oder was? Vielleicht so? Ja, die Physik Engine ist sehr realitätsnah, das heißt... Ich halte das Ding einfach mal rein und warte, bis es runterklappt. Sehr schön. So, damit habe ich es geschrottet und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Freunde der Sonne nicht lange auf sich warten lassen. Mit dem habe ich jetzt zwar nicht gerechnet, aber... Lebt er noch? Nö. Eigentlich müsste der doch verschwinden. In der deutschen Version. Naja, egal. Ja. Jetzt gehe ich wieder raus, oder was? Genau das mag ich, in den Leichen von irgendwelchen Krabbelviechern rumzukraxeln. So, das war's, oder was? Da kann man noch mit dem Flieger das Vergnügen haben. Heli? Wo kommt ihr denn her? Strom speichern. Ich bin ja richtig gut. Ich verliere eigentlich kaum Energie. Da geht's nicht durch. Da könnten wir noch weitergehen. Da oben seid ihr.
jetzt habe ich mich hier festgehakt, oder was? Na komm. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Und hier haben wir Spaß. So, damit haben wir den Heli auch erfolgreich vom Himmel geholt. Finden uns hier Munition. Kann man Löcher in die Wand schießen, das bringt allerdings nicht viel. Hier stürzen wir wahrscheinlich in den sicheren Tod. Ja. Schauen wir mal, wo es hier noch weitergeht. Gar nicht. Und da auch nirgends. Vielleicht hier? Nö. Ah, da ist ein Korb. Die fährt uns wieder sicher nach unten. Wir gehen aber noch mal ganz kurz rauf und schauen, ob das alles war, was wir sehen konnten. Gut, dann lade ich halt einfach. Da habe ich zuletzt gespeichert. Okay. Ja. Da kommen wir offensichtlich nicht weiter. Das ist hier ein Death End. Das ist aber auch schon das Ende des Spiels. Es ist ein lustiges Minispiel für zwischendurch. Ist ganz nett gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und beim regulären Half-Life 2. Bis dann und tschüss.